Schüler, die eine Waldorfschule besuchen, kennen Schule eigentlich nicht anders als einen Ort, an dem Initiative, Partizipation, Engagement die Basis ihrer gesamten Existenz ist. Sowas wirkt sich atmosphärisch natürlich sehr stark aus. Und deswegen hat man sowohl bei Eltern als auch bei Lehrern als auch bei den Schülern eine sehr hohe Identifikation mit der eigenen Schule, trotz der Probleme, die im Einzelnen natürlich immer ein Lernleben begleiten. Das ist gar nicht zu vermeiden, aber insgesamt erleben die Kinder eben oder die Jugendlichen die Schule als etwas, an der sie eben aktiv partizipieren können. Für diese Studie war es für uns jetzt, wir haben die von Seiten des Bundes der Freien Waldorfschulen über die pädagogische Forschungsstelle im Bund der Freien Waldorfschulen unterstützt, weil es für uns natürlich sehr, sehr wichtig und interessant ist, diesen Spiegel von außen zu bekommen. Wir machen unsere täglichen Erfahrungen an den Schulen und glauben, mit Fug und Recht sagen zu können, dass viele der Dinge, die wir an den Waldorfschulen seit vielen Jahren oder vielen Jahrzehnten geübt haben, demjenigen entsprechen, was heute von der modernen Bildungsforschung gefordert wird. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir eben von Freunden oder auch Kritikern von außen gespiegelt bekommen, wie das von außen wahrgenommen wird. Und deswegen haben wir eben diese Studie unterstützt. Wir haben versucht, eben die Schulen oder auch in den Schulen eben den Weg dafür zu ebnen, dass die Schüler befragt werden konnten. Finanziell wurde diese Studie ermöglicht, überwiegend von der Software AG Stiftung, die also den Löwenanteil dieser Kosten übernommen hat. Und da möchte ich eben ganz besonders Herrn Professor Randoll danken. Herr Professor Randoll hat zusammen mit Herrn Professor Barz und Frau Dr. Liebenwein diese Studie verantwortet und wir sind eben sehr froh, dass sie jetzt erscheint und sind natürlich auch sehr gespannt, die Ergebnisse im Detail zu untersuchen. Wichtig für uns ist, dass wir durch die Größe oder die Anzahl dieser Schulen natürlich einen sehr hohen Lehrerbedarf haben. Also man rechnet mit zwischen 600 und 800 Lehrern, die wir pro Jahr neu an die Schulen bekommen müssen. Und weil wir eine Gründungswelle hatten in den 70er und 80er Jahren, spitzt sich die Notwendigkeit, junge Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen, immer mehr zu bei uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in diesem Kontext ist es eben so, dass man wissen muss, dass die Lehrerbildung für Waldorflehrer auf sehr verschiedene Art und Weise geschieht. Die kann postgraduiert, die kann in einer sogenannten grundständigen Ausbildung erworben werden und auf vielen anderen Wegen. Aber das lassen sich die Eltern sehr viel kosten. Denn das wird nicht aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Und wenn man die Zahlen also bis zum Ende alle addiert, die in den Schulen und für die Lehrerbildung und durch Elternbeiträge und so weiter ausgegeben werden für die Ausbildung von Waldorflehrern, dann kommt man doch auf die stattliche Summe von 12,5 Millionen Euro per annum. Das ist also das, was sich die Eltern das kosten lassen, dass ihre Kinder von besonders ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern an einer Schule, die sie selber eben mitgestalten, unterrichtet werden. Das sind etwa 125 Euro pro Schüler und Jahr. Und das ist etwas, wo ich denke, auch darin spricht sich eben aus, dass es den Eltern ein wichtiges Anliegen ist, dass da nicht irgendwas gemacht wird, sondern dass die Lehrerinnen und Lehrer eben wirklich qualifiziert ausgebildet sind. Im Vergleich mit den Daten, die wir aus Regelschuluntersuchungen kennen, ist die Häufigkeit von Prüfungsangst, von Bauchschmerzen, von Schlaflosigkeit, von anderen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit etc. Von Schülern deutlich geringer ausgeprägt als also die Waldorfschüler haben da weniger Beschwerden vermeldet als staatliche Schüler. Zweiter Punkt, was den Unterricht betrifft, kann man sagen, dass dass tatsächlich das individuelle, selbsttätige Lernen nicht nur ein Anspruch, sondern ein offenbar auch von Eltern und Schülern auch so erlebtes Charakteristikum der Waldorfpädagogik ist, dass diese Individualisierung und diese Eigenaktivität, die wird natürlich auch im sogenannten Hauptunterricht praktiziert, aber vor allem ist sie verortet in den vielen Projektarbeiten, in den vielen künstlerischen, kunsthandwerklichen, handwerklichen Arbeiten, die häufig im Nachmittagsbereich von Schülern praktiziert werden oder in den großen Jahresarbeiten, wo ein Schüler über ein Jahr hinweg sich mit einer Sache intensiv beschäftigt und auch ein Produkt erstellt, ob das ein solarbetriebenes Boot ist oder ob das ein Bett ist, was gebaut wird oder ob das eine Gartenanlage ist, die gestaltet wird. Also jedenfalls in diesen pädagogischen, in diesen großen Jahresarbeiten wird sehr viel individuell praxisorientiert, selbsttätig gelernt und gearbeitet und damit auch das, was man heute überall fordert, nachhaltig. Zunächst einmal mein Glückwunsch an die Autoren zu diesem wirklich interessanten Bericht.
Als ehemaliger Waldorfschüler kann ich mich darin auch gut wiederfinden, obwohl das ja nun viele Jahre her ist. Mein Glückwunsch an die Waldorfschulen auch. Ich denke, heute reicht es nicht nur, gute Intentionen zu haben, sondern man muss sich dem empirischen Vergleich immer wieder stellen, sich im Spiegel der Wirklichkeit beobachten. Ich glaube, das ist hier sehr gut gelungen in diesem Buch. Was auch auffällt, ist ein doch recht hohes Maß an Kongruenz zwischen dem, was Waldorfschulen leisten und dem, was die moderne Gesellschaft von Menschen heute erfordert. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der wichtig ist zu beleuchten. Ich glaube, die Erwartungen an Schulen sind weltweit in den letzten Jahren deutlich gestiegen, auch die Erwartungshaltung von Eltern an das, was Schule leisten soll, sowohl kognitiv als auch im sozialen Bereich. Das müssen wir ganz klar sehen, aber ich glaube, es ist auch heute allen bewusst, dass mehr vom Gleichen so nicht ausreicht. Ne? Gerade die Reproduktion von Fertigwissen hat in der heutigen Arbeitswelt immer weniger Bedeutung. Diese Arbeiten kann man großteils digitalisieren, automatisieren, outsourcen. Der Verfall an kognitivem Routinewissen ist sogar größer als der Verfall an manuellen Tätigkeiten. Das ist vielen nicht bewusst, aber wir sehen das sehr deutlich im OECD-Vergleich. Ne? Heute können Sie die meisten Prüfungen mit Hilfe eines Smartphones oder des Internets zu 80% lösen. Ne? Und wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder schlauer als ein Smartphone sind, dann müssen Sie sich wirklich um andere Dinge bemühen. Und das ist wirklich wichtig heute. Das war früher nicht so. Früher war das die Aneignung von Wissen, Schwerpunkt von Schule. Heute geht es darum, wie man Schüler dazu befähigt, von dem, was sie wissen, zu extrapolieren und ihr Wissen kreativ auf neue Zusammenhänge anzuwenden, die Punkte zu verbinden, wo die nächste Innovation herkommen wird. Und ich glaube, das sind Fähigkeiten, die hier aus diesem Buch auch sehr deutlich werden. Aber wie gesagt, ich finde das ein spannenden Bericht und der zeigt wirklich, dass die Waldorf-Schüler nach diesen empirischen Bewertungen wirklich relativ gut positioniert sind, ne? Und sich durchaus auch dem Wettbewerb stellen können. Und ich denke auch eins, allein die kognitiven Kompetenzen zählen heute eben auch nur zum Teil. Und bei diesen anderen Bereichen, denke ich, hat die Waldorfschule sehr viel früher als andere Schulen Wert darauf gelegt, sie zu entwickeln. Ich glaube, vieles von dem, was Waldorfschule macht, wird immer mehr Mainstream. Das können Sie schon durchaus beobachten, nicht nur privaten, sondern auch öffentlichen Schulen. Vieles von dem wird umgesetzt, eigenverantwortliches Handeln, Projektarbeit, all diese Dinge gewinnen an Bedeutung. Aber ich denke, die Waldorfschule bietet dafür schon ein sehr kohärentes Konzept. Nochmal eine Anmerkung aus dem globalen Vergleich, jetzt nicht auf Waldorfschulen bezogen. Grundsätzlich gilt für Deutschland, dass der Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und Bildungsleistung relativ stark ist. Das ist bekannt. Allerdings ist ein günstiges soziales Umfeld bei weitem keine Garantie für Schulen, gute Leistung zu bringen. Und da gehört sehr, sehr viel mehr zu. Also das muss man sich auch, darüber muss man sich auch klar sein, nur einfach Schüler aus günstigem Umfeld zu bekommen. Ich würde sogar sagen, wir bewerten in der OECD oft den von der Schule zusätzlich geschaffenen Wert. Und der liegt bei Schülern aus günstigem Umfeld oft unter dem, was andere Schulen leisten. Also ich glaube, eine Garantie ist es nicht. Und also als alleinige Erklärung für Erfolg reicht das sicher nicht aus. Sicherlich trägt sozialer Kontext zu einem leichteren Arbeitsumfeld, Lernumfeld bei, unbestreitbar in allen Schulen, aber es ist bei weitem keine Garantie. Ne? Einzelne pädagogische Maßnahmen mit Ergebnissen in Verbindung zu bringen, das ist praktisch nie möglich mit derartigen Querschnittsstudien. Was aber durchaus zulässig ist, ist das Gesamtumfeld der pädagogischen Maßnahmen und des schulischen Umfelds mit den Gesamtergebnissen in Verbindung zu bringen, so wie dieser Bericht das auch macht. Das ist im Grunde auch der Ansatz der OECD. Wir sagen Ihnen auch nicht, welche Einzelmaßnahmen jetzt mit Schulerfolg in Verbindung stehen, sondern wir zeigen die Kombination von den Maßnahmen auf und ersetzen die dann ins Verhältnis zu den Gesamtleistungen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, was wir in der OECD machen. Wir schauen an, welche dieser Kombination von politischen und praktischen Bildungsmaßnahmen mit Schulerfolg in Verbindung steht. Und auch da kann man sehen, dass das in erheblichem Maße mit diesen Faktoren hier übereinstimmt. Ne? Also was zeichnet eine gute Schule aus im globalen Vergleich gesehen? Na, Sie sehen dort Handlungsfreiheit in den Schulen. Sie sehen eben die Wahrnehmung der Schüler, wo der Lehrer ein hohes Maß an Unterstützung anbietet, aus der Sicht der Schüler. Ne? All das sind Merkmale, die wir in guten Schulen
im globalen Vergleich sehen und wo man sagen kann, das stimmt hiermit überein. Damit kann man jetzt nicht sagen, okay, das, was heute im Mathematikunterricht passiert, wird das Ergebnis beeinflussen hier. Und das versucht dieser Bericht auch nicht. Aber ich denke, das Gesamtumfeld mit den Gesamtergebnissen in Verbindung zu bringen, ist durchaus zulässig. Das ist auch der Ansatz, den wir verfolgen. Und wie gesagt, einen Schritt weitergehend, man kann schon erkennen, dass das, was die PISA-Ergebnisse zum Beispiel als schulisches, positives schulisches Umfeld, Frage der Schulautonomie, Freiräume, Gestaltungsfreiräume der Schule, ne? Auch das ist ein Faktor, da können Sie ganz klar sehen, wo Schulen mehr Handlungsfreiraum haben und auch wahrnehmen, ne? Sind die Ergebnisse in der Tat besser, selbst nach Abzug des sozialen Faktors. Ne? Auch wenn man das herausrechnet, bleibt da noch erheblicher Leistungsgewinn. Und ich denke, das ist durchaus machbar. Dieses Konzept Schulen in freier Trägerschaft ist eigentlich ein relativ spezifisch deutsches Konzept. Wenn Sie zum Beispiel nach Finnland gehen, in Finnland hat jede öffentliche Schule mehr Gestaltungsfreiraum als eine Privatschule in Deutschland.